großartig, Herr Köhler, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist wie immer eigentlich. Wir sind zusammen und wir haben gute Laune. Und die Leitung im Building ist seit 2000, das kann man manchmal ein bisschen zurückblicken, wenn man sich trifft, seit 2000 die Weltleitmesse ihrer Art. Sie hat also von Anfang an Punkte gesetzt. Wir haben sie über die Pandemie gerettet und da bin ich richtig stolz auf uns alle. Stefan, das Handwerk, der Handel, die Hersteller, die Verbände, die Partner und natürlich, Herr Staatssekretär, auch die Politik. Ich halte es nicht für selbstverständlich, dass die Weltleitmesse oder viele davon, Herr Köhler, in Deutschland stattfinden, Gott sei Dank viele davon in Frankfurt. Und es ist uns eine Freude und Ehre, dass wir zusammengehalten haben und dass wir heute, ja, nach 24 Jahren eine Weltleitmesse hier haben, die wahrscheinlich, weiß ich, Herr Staatssekretär, wie Sie es sehen, vielleicht so wertvoll ist wie nie. Wie wir alle wissen, im Raum oder im Haus werden über 30% der Energie verbraten. Wir haben Gott sei Dank mit die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik hier in Frankfurt, aber auch die für Heizung, Klima und Lüftung und Sanitär, auch hier in den Zwischenjahren. Und ja, wir haben dafür zu sorgen, gemeinsam, dass die Energieemission sinkt, dass nicht nur neue Heizungen eingebaut werden oder Heizsysteme, sondern auch elektrifiziert wird. Electrified ist das Hauptthema der Leitung im Building in diesem Jahr. Ich freue mich ganz besonders, wenn ich das auch noch sehen darf, weil ich habe den Vorteil, Ihnen allen ins Gesicht sehen zu können, dass sich die Geburtsväter und Mütter, also die Hebammen, wenn ich das sagen darf, und die Hebammeriche, oder wie sagt man dazu, heute auch hier begrüßen darf. Pass pro toto, stellvertretend Bernd Inge, der Vater, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Walter Menekes, da ist der alte, der neue Apfel, der steht auch da drüben. Und natürlich der Vorsitzende auch des hiesigen Verbandes. Ich freue mich sehr, dass wir alle zusammenhalten und dass wir hoffentlich eine großartige Messe haben. 2200 Aussteller, sehr viel mehr als vor zwei Jahren. Aber das war ja auch nur eine Überbrückungs- und eine Messe, die Leitung Building als Marke am Leben halten sollte. Ich wünsche Ihnen allen wahnsinnig viel Erfolg. Herr Staatssekretär, Ihnen hoffentlich gute Stimmen und Erkenntnisse aus der herstellenden Industrie und seitens des Handwerks, die einbauen und die handeln. Wir hoffen, seitens der Messe Frankfurt am Freitag dann gute Stimmen einzuholen, gute Ergebnisse, auf das kommt es an, was Sie erlebt haben, wie viel Unternehmen wir herkriegen, herbekommen und trotz Streik hoffentlich hier genug und vor allem qualitativ hochwertige Wirtschaftsbegegnungen haben. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie hier sind. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Bühne. Am Moderator wird es immer, der ist ein Garant für vernünftige Veranstaltungen hier oben. Herr Köhler, schießen Sie los und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.